Und wieder willkommen zurück zu Minecraft Zelda Adventure. Ja, wir finden hier immer noch den Weg irgendwie durch. Oder ich hoffe, wir schaffen es zumindest irgendwann mal. Ich habe schon wieder den Weg vergessen. Ich glaube geradeaus. Dann links. Bis jetzt läuft hier alles glatt. Dann wieder links. Und dann nach rechts. So, hier bin ich letztes Mal dann stehen geblieben. Ich glaube, ich bin geradeaus gelaufen. Das heißt, wir laufen nach rechts. Oder da lang, keine Ahnung. Nach rechts einfach mal. Schon wieder nicht geschafft. Mann. Wo will uns das Teil hinführen? So lang, dann nach links. Mann, ist das nervig. Ach, ich muss was trinken. Stillt die Nerven. Ich hoffe, wir sind hier bald draußen. Dieses Labyrinth macht mich noch krank irgendwann. Jetzt müssen wir dann nach links. Dann haben wir es vielleicht endlich. Die anderen beiden Gänge gehen ja nicht. Also anders geht's gar nicht. Und hier sind wir, glaube ich, auch richtig. Hier sind wir außen, oder? Nein, da gehe ich jetzt lieber mal nicht rein. Wir laufen erstmal da lang. Wird schon stimmen. Und ein erster Gegner. Und zwar Wölfe. Oder? Das sollen doch Wölfe darstellen. Ja, schauen ein bisschen anders aus als die Minecraft-Wölfe. Aber es sind immer noch Wölfe. Und nein, die Musik geht aus. Ah, gut, sie fängt wieder an. Ja, das ist doch wunderschön. Was ist da Schönes? Under Construction. Ja, das war klar, dass jetzt ein Gegner von hinten kommt. Das ist ja schon normal hier. Das heißt, in Konstruktion, glaube ich, oder? Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. In den Ferien Englisch, nein, danke, bitte nicht. Wow, ein Apfel. Ich schätze mal, die bringen auch Lebensenergie wieder. Und hier bestimmt unser fünfter Dungeon, oder? Oder nicht? Das sagt uns gleich das Licht. Von Link. Und der Zipfelmütze. Yeah! Mann, ist das ein kleiner Bumerang. Zweite Hand sieht man gar nicht. Mann, schlecht animiert hier. Nein, kleiner Scherz. Ja, dann gehen wir doch mal hier rein. Und Dungeon 5. Wie es mir geht. Na toll, hier ist schon zu. Das heißt, hier sind wieder Gegner. Yeah, ich brauche mein Schild. So, sterbt. Ey, ich hab doch schon ein Schild. Wieso treffen die mich trotzdem? Ey, dreh dich nicht um mich. Du musst sterben, anders geht das nicht. So, hierfür brauchen wir einen Schlüssel, das ist nicht offen, das heißt, wir gehen da rein, wo wieder Gegner sind. So, so, so. Oh mein Gott, oh mein Gott, ey. Vergesse mal, dass hier mehrere Wellen immer kommen. Tschüssikowski. Eine Truhe. Mein Gott, wie episch. Ein goldener Schlüssel. Was können wir nur mit diesem Schlüssel anstellen? Bestimmt nicht diese Tür öffnen, oder?
Boah, doch, mein Gott. Und der heilige Baum oder was? Ist da irgendwas drin? Nein. Ist im heiligen Baum irgendwas? Ich wette, wir müssen auf den drauf springen. Wow, ein kleines Loch. Hier auch. Vielleicht hat er irgendwas. Ja, einen blauen Rubin. Den wir so nicht bekommen. So, dann so und nicht so. Uah, runtergefallen. So, hier war das Loch, genau. Den Rubin können wir mit dem Bumerang auf jeden Fall nicht einsammeln. So auch nicht. Nein, das muss anders gehen. So. Ja, perfekt. Wir haben ihn. Er gehört uns. Und da hoch schaffen wir es wieder nicht. Das war jetzt auch klar. So, da hoch. Und dann geht's weiter in irgendeinen Raum mit einer Truhe und paar Windbläserchen. Und Gegnern, ja. Warum war mir das klar? So, ihr werdet alle zum Stehenbleiben gebracht. Boah, lasst mich in Ruhe. So, so, weg mit dir. Und da öffnet sich jetzt dieses Teil, aber zuerst gehen wir zu der Truhe. Oder auch nicht. Ja, da kommen wir noch nicht hoch. Und was ist mit diesen Kisten hier? Ich habe jetzt gedacht, die kann man irgendwie verschieben oder so. Naja, hier müssen wir bestimmt später nochmal hin. Nein, diesmal springe ich nicht nach unten. Hui und nochmal hui. Huhu. Von da kamen wir, das heißt, wir müssen jetzt da lang. Und eine epische Treppe nach unten. So, Redstone Light. Nein, soll das Redstone Fackeln sein oder was ist das? Also ganz ehrlich, ich muss mich in die Mitte stellen, bestimmt, aber darauf habe ich keine Lust. Okay, muss ich doch nicht. Naja, egal. Dann geht's eben da lang. Oh mein Gott. Wow, wow, wow. Herzinfarkt. Das Teil hat mich richtig erschreckt. Erschrocken. Ich kann nicht mal mehr Deutsch. Okay, konnte ich auch schon mal Deutsch. Ich konnte noch nie Deutsch. Warum springt ihr immer so bedeppert rum, ey? Das nervt. Nein, ich will nicht das Schild, ich will das Schwert. So geht doch. Da muss ich da, dann da, dann da, dann da, dann hier, dann okay. Jetzt müssen wir zu dieser Kiste, das heißt so. Ui. Komm, das schaffst du, Link. Ja, perfekt. Und was ist da? Power Glove. Power Handschuh oder so heißt das. Kann man mit dem schlagen oder? Hui. Ach, wir haben keinen goldenen Schlüssel mehr. Das heißt, wir gehen jetzt... To move the cube, use the power glove. Controls. Push right click. Pull. Mit CRTL. Das müsste Shift sein, glaube ich.
Nein. STRG, da zieht man die Teile zu sich her und nur mit Rechtsklick darf man die verschieben. Ja, das ist doch mal eine geile Idee. Dann weiß ich auch später, wie wir weiterkommen. Müssen wir jetzt hier irgendwas machen? Nein, anscheinend nicht. Das heißt, wir gehen wieder in diesen einen Raum. Aber erstmal die Treppe nach oben. Weil in dem einen Raum waren auch solche Boxen gestanden. Und dann können wir zu dieser einen Truhe, wo bestimmt ein goldener Schlüssel drin ist. Lala, 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 lala. Okay, so. So, so, so. Los, 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 los. Los, 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 los. Perfekt, perfekt, perfekt. Wenn wir jetzt dahin gehen, müssen wir springen. Ja, wenn man es kann. Nein! Das wollte ich noch nicht. Hui. Ich bin gerade in der Luft gestanden. Naja, egal. Goldener Schlüssel, du gehörst mir. Jetzt geht's wieder zurück an die Arbeit. Sprung. Sprung. Wo war der Raum nochmal? Ja, genau da. Dann die Treppen runter. Stimmt, ja. Ja, sehr schön. Ach, scheiß auf das Leben. Hui, hui. Zwei Sprünge hintereinander. So, das Teil ist offen. Dann müssen wir nur noch so nach... Ah, okay. Stimmt, man kann die sehr zu sich ziehen. So und so. Oh mein Gott, Mann, ich bin schon wieder so erschrocken. Scheiß Spinnen. Ich erschrecke mich in einem Minecraft-Spiel. Verpisst euch von mir, ich hasse Spinnen so. Durch Minecraft kriege ich noch mehr Angst. Weil die ja so furchteinflößend sind. Haha. Ey, komm nicht die Viecher, ey. Die treiben mich immer in die Enge und dann wird's noch schwerer. Noch schwieriger, meine ich. Ich kann echt kein Deutsch, wenn ich hier immer nur erschrecken bin. So, dann drücken wir mal hier. Was öffnet sich da? Eine Tür. Und der Dungeon scheint ganz schön lang zu sein. Ach, ich nehme den Handschuh. Den brauchen wir jetzt bestimmt noch. Und die Fackel ist hier angegangen. Und dieser Raum hat sich geöffnet, der noch nicht. Ja, das war jetzt klar, diesmal bin ich nicht erschrocken. Ein Wunder. Stacheln! Kommt her, meine Kästchen. Und noch eins bitte. Wie kann man welche stapeln? Irgendwas hat es doch mit dem Raum da auch zu tun, also mit diesem Stachelraum.